Thailand. Weltberühmt für seinen Starstrand mit der Sala drauf. Hier entsteht TV-Kultur. Es kann losgehen! Die Elite der Reality tritt an zur Meisterschaft im Edeltrash. Sie kämpfen um Sendezeit und um die Bewunderung der Nachwelt. Emotion pure. Hey. Du bist feige und deswegen gehst du einfach. Ich bin feige. Love. Fight. Everything. Let's get ready to rumble. Y'all ready for this? Pädagogisch wertvolle Spiele, bei denen jeder ganz viel übers Leben lernen kann. Es tut mir so leid. Jemand Neues? Oh, Konkurrenz, Konkurrenz. Oh nein, ich hab Angst. Heute kommen wieder neue. Ist das dein Bruder? Ja, das ist er. Ich bin hier, um das Ding zu gewinnen. Und deswegen werde ich für mich kämpfen. Das ist schon Arsch. Das Format hier, Kampf der Reality Stars, ist nicht Ex on the Beach Niveau. Morgen ist eine Nominierung. Ey, fuck you. Tschüss. Ich hätte mit dir geredet. Nie. Wer fliegt heute aus der Show? Willkommen zu eurer sechsten Stunde der Wahrheit. Und wer bleibt im Rennen um den Hauptgewinn von 50.000 Euro? Das wird die Stunde der Wahrheit. Sobald die Kamera da ist, ist sie bam. Sobald die Kamera sich rumdreht, ist es eine der langweiligsten Personen, die ich kennengelernt habe. Leider musste ich feststellen, dass du super aufgesetzt bist. This is a game. Nein. Hallöchen, neuer Tag, neues Glück oder auch ganz neues Unglück, das weißt du ja leider immer erst hinterher. Morgen, liebe Stars, aufstehen! Moin, moin, ihr Lieben! Heute liegt hier irgendwie gute Laune in der Luft. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Was ist hier schiefgegangen? Guten Morgen. Na, wenigstens Emmy ist ein bisschen angefressen. Einen wunderschönen guten Morgen! Irgendwie ist so ein bisschen, krieg besser Luft heute, ich weiß nicht warum. Aber keine Panik, die Stinkelaune kommt noch früh genug. Also ich find's ja schön, wieder mit dir in der Küche zu stehen, wie in den Anfängen in dieser Küche. Ja, in dieser Küche war es ein bisschen eng geworden zwischendrin mal. Ich habe mit Matthias auch super gerne gekocht, aber mit Julia wurde mir auch der Kochlöffel aus der Hand genommen. Weißt du, was ich aber glaube? Was denn? Die Klenne könnte handsam sein. Die Klenne könnte handsam sein, dadurch, dass Julia weg ist. Ich höre doch schlecht, Matthias. Emily, hab ich gesagt, könnte handsam hier drin sein, weil sie sich nicht vor Julia so zeigen muss. Wie ist das? Das ist alles Fassade. Die hat auch richtig gute Seiten. Also, ich habe das Gefühl, dass Emmy gedacht hat, wir sind da bei Promis unter Palmen. Und hat gedacht, sie müsste sich zeigen, um mit Stimmung zu machen, laut zu sein. Hm? Und das Mädchen ist ganz anders, da muss ich ganz ehrlich sagen, seit heute früh. Also wir können wieder richtigen Eiskaffee machen, ist alles da. Können wir wieder? Zeig mal, wie das geht. Also pass auf, hau das komplett rein. Komplett? Komplett. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen nett zeigen. Boah, geil. Drei Esslöffel rein. Ich werde mich dankbar für Ihre Belehrung zeigen, als hätte ich sie wirklich angenommen. So. Um so zu tun, als ist meine Reaktion echt. Bist du so lieb, verteilst du mal Ellie? Ja. Wollen hier alle Eiskaffee? Ja, aber ab morgen sind die mir auch schon wieder scheißegal. Vielen Dank, Emmy. Gerne. Oh, vielen Dank. Gerne. Emmy ist heute ein anderer Mensch. Ich würde mir echt wünschen, wenn das Mädel so bleiben würde hier. Das war nur der Startschuss für Maestro Manjapanes Wunschkonzert. Wir würden gerne mal Bestellung machen, Mäuschen. Ich höre mein Bärchen. Sehr schön. Also wir brauchen Wurstkäse fürs Frühstück. Frischkäse gerne.
Ist hier Sendezeit? Nein. Ja, wir dachten, wir kommen jetzt auch mal. Also, wenn hier also Sendezeit ist, sind wir natürlich auch mit denen der voll gemein, ganz ehrlich. Hört auf, die Sendezeit selber zu generieren. Matthias. Oh Gott, Leute, es gibt wichtigere Sachen, ehrlich. Komm, ich habe eine Idee. Wir verkleiden uns jetzt, weil die Neuen kommen jetzt dann irgendwann bestimmt gleich. Ja. Ne? Wir werden eine richtige Freakshow hier. Wir werden das so machen, dass sie sofort wieder umdrehen wollen. Warum nicht? Wir freuen uns ja immer, wenn sich die Mitarbeiter kreativ einbringen. Dann müssen wir selber weniger nachdenken. Das sieht gut aus. Hat irgendjemand von euch Mädels einen ekelhaften Lippenstift dabei? Mückenstift? Lippenstift. Matthias, wie sexy. Wie schön siehst denn du aus? Push the button. Push the button. Um Gottes Willen. Danke, das ist doch das schönste Lob. Dann schicken wir mal die Thai Titanic los. Er kommt, Leute! Es geht los! RCS, was auch immer da kommt, aber es kommt! Ich glaube, das ist eine Frau. Sieht ziemlich schmal aus. Oh, Konkurrenz! Oh nein, ich habe Angst. Ich habe richtige Angst. Angst vor was? Ja, vor Problemen. Nein. Ist aber niemand. Ist jemand braunhaariges? Auf jeden Fall dunkelhaarig. Niemand blondes, ne? Das ist ja schon mal gut. Ey, komm. Ja, super. Herzlich willkommen am Starstrand. Was geht? Hallo. Oh mein Gott, she looks amazing. Hi. Wunderschön, einen guten Tag. Oh, was ein Empfang. Ja, Frau. Thank you so much. Mein Name ist Camila Vargas. Ich freue mich, Sie zu begrüßen in dem Saal. Thank you. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jess. Also kann ich anfangen? Ich bin Jessica Sulikowski, bla 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 bla. Also ich bin Jessica Sulikowski, bin 28 Jahre alt, komme aus Berlin. Man kennt mich aus Berlin Tag und Nacht. Meine Rolle bei Berlin Tag und Nacht war die Olivia Alves, die Antagonistin. Ich möchte wissen, was hier läuft. Ich arbeite gerade. Das ist mir scheißegal. Was läuft zwischen euch beiden? Olivia, gar nichts. Olivia war immer sehr eifersüchtig. Wollte immer alles kontrollieren, war sehr unangenehm unterwegs. Das bin ich halt gar nicht. Aber es hat echt Spaß gemacht, die Rolle zu verkörpern. Was machst du jetzt so? Aktuell verdiene ich mein Geld durch Influencing und natürlich auch bei OnlyFans. Das ist eine Literaturseite, oder? Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall sehr selbstbewusst und ich liebe mich dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Glückwunsch dazu. Das ist für mich die erste Reality-Show, in der ich mitmache. Und was mich am meisten darüber freut, ist, dass die Menschen mich so kennenlernen, wie ich bin. Und keine Rolle, sondern einfach Jess. Jess! Ich möchte Ihnen die bekloppteste Menschen von dem Universum. Hi. Jess, ich bin unglaublich stark. Hi. Sehr Jess, krank. Freut mich. Hallo. Oh shit, wo bin ich hier gelandet? Mein erster Eindruck ist eine sehr verrückte, bunte Truppe. Was geht, Camp der Reality Stars? Alles geht, Jess. Wir sind sozusagen der Abo-Kanal der Reality. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen? Ja, definitiv. Wolltest du gleich wieder umdrehen, oder als du uns gesehen hast? Oder war doch nee, ich habe tatsächlich einen Lachkrampf bekommen, weil ich schon direkt wusste, oh, das wird witzig. Ja, und ihr so? Wart ihr ein bisschen erschrocken oder eher nicht so? Ja, positiv überrascht, ne? Jessie ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Ich finde Jessie großartig, eine tolle junge Frau, super Personality, sie hat einen krassen Spirit. Ja, freue ich mich, dass du da bist. Dankeschön. Im Prinzip fällt es mir schwer, diese Frau jetzt nicht zu heiraten. Ganz schwierig, aber nein, ganz toll. Besser hätte es mich zum Beispiel nicht treffen können. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Natürlich haben die alle einen Hintergedanken, vor allem, wenn man als Frischling reinkommt. Ich meine, die wollen sich alle safen, es geht hier um ein Spiel. Sind das deine echte Arabbrauer? Ja. Oh, die sehen aus wie gemalt, ne? Und deswegen muss man das umso mehr mit Vorsicht alles betrachten. Wahre Worte. Und wir sind mal wieder spitze, denn wir legen direkt einen drauf. Neues Boot?
Ja, neues Boot. Jemand Neues. Was passiert? Jemand Neues kommt. Auch mit, ich sag's doch noch, eine Frau. Nö. Oder? Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Ein Blonder. Ein blonder Mann. Ist es das hübsche Ich? Ist das dein Bruder? Ja, das ist er. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich dachte mir schon, dass auch Jay noch auftauchen wird. Sieht er gut aus? Ja, besser. Er sieht besser aus wie Sascha. Ja, mein Zwillingsbruder ist ein geiles Stück DNA und ist einfach nur Weltklasse. Was? Ja, endlich mal wieder ein geiler Fischer. Ey, was ist denn los mit dir? Hier drin, die Männer, die lassen langsam nach. Ihr wisst ja, etwas für mein Auge und etwas fürs Entertaining. Da ist er, unser Appetithappen für Bernd. Mein Name ist Jay Sittl, bin 45 Jahre jung und wohne in Köln. Man kennt mich wahrscheinlich von Köln 50667, spielt da die Rolle Ben. Wie wäre es, wenn wir uns heute irgendwie zusammensetzen zu unserem Kennenlernen-Essen, das wir eigentlich letzte Woche machen wollten, und dann kann ich euch beweisen, dass ich kein Freak bin. Bei Köln 50667 spiele ich seit 5 Jahren mit. Ich hatte in der Gastrolle bei GZSZ, habe dann auch mal bei OC California mitdrehen dürfen. Wir haben das mal nachgestellt, denn der Originalausschnitt aus OC California hätte uns leider einen Arm und ein Bein gekostet. Jay spielte übrigens in der 4. Staffel von OC mit. Das war 2007. Aber was noch viel faszinierender ist, seine Ähnlichkeit mit Sascha, oder? Sascha ist mein eineiger Zwillingsbruder. Ich bin 4 Minuten älter. Ja, das zählt. Ich bin der Alte. Sascha und ich, wir sind 2 ganz unterschiedliche Menschen, auch wenn wir eineige Zwillinge sind. Sascha ist der Rockstar und ich bin der mehr nachdenkt. Und wer von euch Brothers ist der größere Star? Bei mir läuft's im Entertainment-Business besser als bei Sascha. Jetzt tretet ihr gegeneinander an. Diese Competition, die ist nicht da, weil ich ihm zeigen will, dass ich besser bin. Sonst ich möchte, dass er auf mich stolz ist. Ich zieh mein Ding durch. Sascha soll sein Ding durchziehen. Ich komme und ich werde dich besiegen, Junge.